So, Freunde, euer Simon hier. Es ist Montag. Montagmorgen, meine lieben Freunde. Wir sind im John Reed. Für alle, die Videos von früher noch kennen, wir machen mal einen ganz kleinen Einspieler. Wir haben damals immer ganz früh morgens am Montag gedreht. So, Freunde, euer Simon hier. 7 Uhr morgens. Jetzt ist es auch sozusagen Montagmorgen. Und ich nehme euch mit in mein Pull-Workout. Ich habe euch das Push-Workout schon gezeigt, wo ich einfach mitnehme ins Training. Ich zeige euch, wie ich trainiere. Die Kamera begleitet mich ein bisschen, aber ich versuche wirklich echt zu trainieren. Dass ihr euch wirklich mal authentisch ein bisschen was abgucken könnt. Ich finde immer, wenn man so für die Kamera trainiert, trainiert man nicht ganz so, wie wenn man wirklich authentisch trainiert. Deswegen versuche ich hier ganz normal zu trainieren und sage euch hier schon mal so ein bisschen, worauf ich achte, kurz. Und dann machen wir einfach ein schönes Motivationsvideo drüber, wo ich einfach euch einfach ein bisschen was zeigen möchte und ihr schaut euch hier und da ein bisschen was ab. Vielleicht kurz nochmal, nein, bevor wir starten, meine lieben Freunde, die drei neuen Geschmäcker des Perfect Proteins sind draußen. Milky Way, Milky Road, Kinderschokolade, Bambini-Schokolade und Kinder-Maxi-König, Maxi-King. Unfassbar. Überzeugt euch selbst, ist das beste Produkt bei uns und ich liebe es und ihr liebt es auch alle. Deswegen überzeugt euch von den neuen Geschmäckern. So, kurz nochmal zu meinem Trainingsplan. Mein aktueller Trainingsplan ist ja ein Push-Pull, Push-Pull-Beine. Das ist mein aktueller Trainingsplan. Und beim Push nehme ich immer schon ein bisschen die Waden mit rein. Und beim Pull, so wie heute, nehme ich schon mal die Oberschenkel ein bisschen mit rein. Komme ich aber gleich zu. Und dann gibt es eben noch einen Beintag, wo ich mich wirklich komplett auf die Beine fokussiere. Es läuft sehr, sehr, sehr gut. Ich bin sehr zufrieden mit dem Plan und es macht mir sehr, sehr großen Spaß. Und auch der Beintag macht mir dann tatsächlich auch Spaß. Heute, wie gesagt, der Pull-Tag. Und wir starten direkt mal. Ich sage euch immer hier jetzt schon mal was zur Übung. Und wie gesagt, ihr seht dann schon die Übung, wenn ich dann rede. Ich sage jetzt schon mal viel, viel Spaß beim Mitmachen. Abonniert den Kanal und Daumen nach oben nicht vergessen. So, wir starten oder ich starte natürlich immer mit dem Warmmachen. Immer 5, 6, 7, 8 Minuten ein bisschen warm machen, Körpertemperatur hoch. Ihr wisst das, wie es läuft. So, dann mache ich immer ein bisschen die hintere Schulter, den Trapez und so ein bisschen auch tatsächlich die Außenrotatoren warm an so einer kleinen Maschine für die hinteren Schulter. Da mache ich so 3 bis 4 Sätze. Success. Die nächste Übung ist dann eine, wirklich so meine Hauptübung. Und das ist so das T-Bar-Rudern mit dem Polster. Ich habe es euch auch schon mal vorgestellt, ich liebe diese Übung. Da geht es wirklich darum, wirklich mich zu steigern. Also ich fange mit sauberen Wiederholungen an, dass ich irgendwo 12 bis 15 Wiederholungen schaffe und steigere das Gewicht so lange, bis ich wirklich schwer und falsch das Gewicht wirklich falsch in Anführungszeichen, bis ich das Gewicht wirklich hoch donnere und einfach wahnsinnig Power mit reinlege. Davon auch wirklich mehrere Sätze, also ordentlich Sätze, eben bis dann 4 bis 5 Wiederholungen nur noch mit sehr, sehr viel Gewicht möglich sind. You wanna live, you trade your days away. My cheat codes don't work. Got the grades, but still I'm a store clerk. But I'm fine, cause I got plans. Wrote them down on the back of my hands. I strive for So, nächste Übung ist dann ein Rudern, ein einarmiges Rudern, am besten an einer schönen Maschine, die einarmig gelagert ist, wo ich mich auch fokussiere auf viel Gewicht, aber hier versuche ich eben nicht mehr nur den Trapez zu treffen, sondern auch schön den Lat zu dehnen, schön aus dem Lat auch zu arbeiten, natürlich auch aus dem Trapez, ein bisschen hintere Schulter und auch richtig schön kontrolliert bis ganz nach hinten und den Stretch eben schön fühlen auf dem Latissimus. Auch da so 4 bis 5 Sätze pro Arm. Nächste Übung ist dann eine Variante von Klimmzügen. Ich mache sehr, sehr gerne da, wo es 2 Griffe gibt. Einmal enge Griffe, einmal breite Griffe. Und da mache ich immer mit ungefähr 30 Sekunden Pause nur, immer einen Switch zwischen eng und breit. Und direkt ohne große Pause 30 Sekunden warten und dann einfach so viele, wie ich schaffe. Ich merke dann immer, dass ich ab dem 3., 4. Satz einfach 1, 2 Wiederholungen nur noch schaffe und dann ist das Ganze auch schon fertig. Das heißt wirklich immer im Wechsel, eng, breit, eng, breit, eng, breit, bis einfach keine Wiederholung mehr drin ist. Das ist so ein kleiner Supersatz. Dann ist der Lat komplett fertig, komplett. Also auch ich versuche da ein bisschen Teilwiederholung einzubauen. Also alles rauskitzeln sozusagen, was in der Übung drin ist. Have faith, you can make it. Set out.
So, nächste Übung, die gehört bei mir auf jeden Fall ins Pull-Workout, also auch ins Rücken-Workout, ist die hintere Schulter nochmal fokussiert an der Reverse-Butterfly. Ist meiner Meinung nach das Beste, was man für die hintere Schulter machen kann. Schaut sie euch genau ab, ich lehne mich immer ein bisschen nach vorne, versuche sie auch mit dem Gewicht langsam zu steigern und gehe dann später schon mit einem recht hohen Gewicht. Wirklich, wirklich schön. Versucht den Trapez noch ein bisschen mit reinzunehmen. Ihr wisst ja, wenn ihr die Schulterblätter ein bisschen zusammenzieht, kriegt ihr den Trapez noch ein bisschen mit rein. Und genau, davon so 3, 4, 5 Sätze tatsächlich, je nachdem wie viel Power da noch drin ist, Reverse Butterfly. Nächste Übung bei mir beim Pull-Training ist natürlich auch der Bizeps. Ich mache eine einzige Übung für den Bizeps und da schwanke ich immer zwischen entweder einer schönen schweren Maschine oder, so wie heute, Hammer Curls. Auch schön schwer, ein bisschen abgefälscht, aber Hauptsache wir haben richtig den Bizeps mit drin, den Brachialis und den Brachioradialis. Das heißt, mit einer Übung habe ich eben sehr, sehr viel Bizeps mit drin, auch die Unterarme nochmal. Und nach dem Rücken-Workout, nach dem Pull-Workout brauche ich absolut nicht mehr als diese eine Übung. Roll them down on the back of my, roll them down on the back of my hands, roll them down on the back of my hands. So, und die nächste Übung ist dann auch schon für die Beine. Ich mache eine Beinübung tatsächlich nur beim Pull-Workout sozusagen. Ich habe ja noch einen Beintag und habe ja 2 Pull-Workouts in der Woche, also 3-mal sozusagen die Oberschenkel mit drin. Und deswegen mache ich da nur eine Beinpresse. Ich habe gemerkt, dass ich, wenn ich die Frequenz schön hoch schalte bei den Beinen, dass sie einfach besser wachsen. Und eine Beinpresse, wo ich die Füße etwas höher nehmen kann, die angenehm ist, wo ich tief runtergehen kann, wo ich die Füße höher nehmen kann, wo wir viel Beinbizeps mit drin haben. Natürlich auch Quadrizeps, auch ein bisschen Hintern. Ich mache die etwa schulterbreit, also so, wie sie wirklich am angenehmsten für mich ist und wo ich wirklich die Oberschenkel ganz gut ausreichend von vorne und von hinten treffe. Und genau, davon mache ich wirklich ordentlich Sätze. Also da gibt es so 5, 6 Sätze mit ansteigendem Gewicht. Sauber. Ich schaue hier nicht, dass ich hier auf absolute ultra kurze, wenig Wiederholung gehe, sondern wirklich sauber. Versuche immer hier um die 10, 12, 15 Wiederholungen zu machen und das Ganze sehr, sehr sauber, gute Ausführung und das war dann schon mein Pull-Training. Viel Spaß beim Nachmachen. Abonniert den Kanal, bleibt dabei, schaut bei Facebook, Instagram vorbei. Die besten Supplements, Body Nutrition, die besten Namen und BeRub, BIPWare. Bis dahin, euer Simon.